Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10. Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Nationale Kraftanstrengung zur Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Ich bitte, zügig Platz zu nehmen. Ich wiederhole mich ungern, aber nehmen Sie bitte Platz, so dass wir die notwendige Aufmerksamkeit herstellen können. Kollege Bsirske, geht es irgendwie, sich hinzusetzen und einfach... Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Bernd Baumann für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in diesen Tagen ist viel von Offensiven die Rede, von schweren Waffen, Panzerhaubitzen und ähnlichem mehr. Diese Töne kommen insbesondere von den Grünen, einer Partei, die einst aus Friedensbewegung und Wehrdienstverweigerern entstand. Bevor jetzt Ministerin Baerbock, Herr Hofreiter und all die anderen neuen Militärexperten dafür sorgen, dass Deutschland schwere Waffen in die Ukraine liefert, sollten Sie angesichts der neuen Flüchtlinge lieber eine Offensive starten, die Deutschland viel dringender braucht, nämlich eine Abschiebungsoffensive für Hunderttausende Asylbewerber, die hier längst abgelehnt sind, meine Damen und Herren. Denn diesmal kommen echte Flüchtlinge. Anders als 2015 bei der Welle aus Orient und Afrika flüchten jetzt vor allem Frauen und Kinder. Ihre Männer bleiben in der Ukraine, um für Freiheit und für ihre Heimat zu kämpfen, ganz anders als 2015, als zum Großteil Männer kamen, die Frauen und Kinder zu Hause sitzen ließen. Die einen zeigen heute freiwillig ihre Pässe vor und kooperieren bei der Feststellung ihrer Identität, die anderen damals oft nicht. Die Ukrainer jetzt ziehen in Nachbarländer, weil sie schnell wieder zurück wollen in ihre Heimat. Die anderen zogen mit Hilfe krimineller Schleuserbanden über tausende Kilometer in unser Land, ins Land der Sozialhilfe. Von den jetzt über 5 Millionen echten Ukraine-Flüchtlingen nahmen allein die Polen, die Ungarn und die Slowakei 4 Millionen auf. Echte Flüchtlinge. Das war eine große Tat, ein Vorbild für tiefe Menschlichkeit und für politische Vernunft, meine Damen und Herren. Den Ländern Osteuropas gebührt zugleich aber auch höchste Anerkennung dafür, dass sie die Unterschiede so deutlich erkannt haben. Sie haben die Schleppermigranten im Gefolge von Merkels Grenzöffnung abgewehrt und sich nicht von der EU zur Aufnahme drängen und erpressen lassen. Dafür werden wir Ihnen ewig dankbar sein. Diese Länder haben richtig gehandelt. Bei uns ist heute Land unter. Berlin und andere Städte schreien bereits Alarm, müssen den Notstand ausrufen. Es fehlt an allem, an Unterbringung, an Wohnungen, an Schulen, an Kitas, an Geld zur Versorgung so vieler Menschen. Dabei müsste all das gar nicht sein. In Deutschland tummeln sich mittlerweile über 800.000 Asylbewerber, die bereits vollends abgelehnt sind, Großteil davon ausreisepflichtig. Dem stehen nur rund 10.000 Abschiebungen pro Jahr gegenüber. Das sind minimalste Anteile der Ausreisepflichtigen. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Das verhöhnt auch unseren Rechtsstaat, und das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Aber warum ist das so hierzulande? Warum ist das so? Weil entscheidende Teile von Politik und Medien das so wollen.
Polizeiexperten der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Thema Rückführung stellten schon vor Jahren fest, für konsequente Abschiebungen fehlt schlicht die Unterstützung der Landes- und Bundespolitik, der politischen Parteien. Bürgermeister und Landräte brechen wegen massivstem Druck Abschiebungen ab, oft in letzter Minute. Die Polizeiexperten beklagen, ich zitiere, ein breites Netzwerk übt auf allen Ebenen Einfluss aus. Es schreckt selbst vor gezielten Unwahrheiten nicht zurück. Meine Damen und Herren, in unserem Land hat sich ein Zeitgeist breit gemacht, ein linksgrüner Mainstream bis hin zu Universitätsoberen und Kirchenfürsten, insgesamt ein politmedialer Komplex, der das Land, unser Land im Kern verändern will. Er will unbedingt mehr Diversität, mehr Buntheit, wie es auch heißt. Gemeint sind andere Herkunft, andere Hautfarben, bunter eben im Sinne von weniger weiß. Aber darf Buntheit ein Ziel der Politik sein, meine Damen und Herren? Darf Hautfarbe Gegenstand aktiver Politik sein? Nein, ganz klar nein, meine Damen und Herren. In einer freiheitlichen Demokratie darf das niemals Gestaltungspunkt einer Politik sein. Niemals. Wir brauchen eine ideologiefreie Migrationspolitik. Dazu gehört, dass nicht Hunderttausende einfach ins Land kommen und hier bleiben, obwohl sie nicht schutzbedürftig sind. Andere Demokratien zeigen doch längst, wie es geht. Beispiel Dänemark. Dort hat selbst eine sozialdemokratische Regierung entschieden, Asylbewerber betreiben ihre Verfahren vom Ausland aus, kommen nicht gleich ins Land. Wenn jemand schon im Land ist, ohne Pass und macht seine Identität nicht klar, kann er in Auffanglager außerhalb der EU abgeschoben werden, kann sein Aufnahmeverfahren nur von dort aus betreiben. Ähnlich werden die Briten es jetzt machen. Illegal einreisende Migranten schieben sie ab nach Ruanda. Meine Damen und Herren, so muss man es machen. Dann hat man auch Platz für richtige Flüchtlinge, wenn sie dann mal kommen. In Frankreich wählten vergangenen Sonntag bereits über 40% Le Pen, eine Partei, die genau das alles auch will. Auch die Franzosen wollen keine muslimischen Parallel- und Gegengesellschaften. Sie wollen keine brennenden Städte, wie vergangene Woche wieder in Schweden. Die Dänen, die Briten, die Franzosen, ebenso wie die Polen, die Ungarn und Slowaken, sie kämpfen um ihre nationale Souveränität. Sie wollen ihre Kultur erhalten, ihre Identität, und das wollen wir auch. Und all diese Länder machen das erfolgreich. In Deutschland wird einem dafür der Verfassungsschutz auf den Hals gehetzt. Das gibt's sonst, meine Damen und Herren, das gibt's sonst nirgendwo. Und das darf nicht sein. Denn was in all diesen Demokratien richtig ist, kann in Deutschland nicht falsch sein. Auch wir stehen zu unserer kulturellen Identität. Auch wir wollen keine Masseneinwanderung aus entfernten Kulturen, die sich kaum integrieren lassen. Und wir lassen uns auch nicht einschüchtern, meine Damen und Herren. Und wenn der Verfassungsschutz mich jetzt sucht, sagen Sie Herrn Haldenwang, ich bin gleich hinten in der Cafeteria. Das Wort hat der Kollege Helge Lind für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, den Verfassungsschutz hat man Ihnen nicht auf den Hals gehetzt. Sie tragen ein riesiges Schild vor Ihrem Bauch, auf dem steht, wir sind beobachtungswürdig. Bitte, Verfassungsschutz, guck auf uns. Das ist die Realität. Und ich glaube, es sollte Ihnen zu denken geben, dass jede und jeder Vorsitzende der AfD mittlerweile diese Partei verlassen hat aufgrund ihrer zunehmenden Radikalisierung. Das könnte etwas mit Verfassungsfeindlichkeit zu tun haben. Aber nach diesen Vorbemerkungen möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass, und Sie führen das wieder vor, dass die AfD beginnt und endet im Selbstwiderspruch. Sie nennen ja diesen Antrag nationale Kraftanstrengung. Und Sie dachten, das ist wahrscheinlich ein super Gag. Wir nehmen ein Zitat von Angela Merkel zur Frage von Abschiebungen. Das ist aber höchst selbstwidersprüchlich, weil Sie die letzten 5 Jahre im Parlament nichts anderes gemacht haben, als auf erbärmliche, inakzeptable, unwürdige Weise unsere sehr respektable Altkanzlerin zu beschimpfen. Deshalb
sehr peinlich, sehr instrumentalisierend und sehr dämlich. Zum Zweiten ist es ja auch wieder aus der Reihe Selbstwiderspruch, weil Sie ja einerseits sagen, Sie wollen die Zahl derjenigen, die hier sich vollziehbar ausreisepflichtig aufhalten, reduzieren. Wir wollen aber auch möglichst keine Flüchtlinge reinlassen, Grenzkontrollen, Grenzen zu. Andererseits aber darauf ja Ihr ganzes Leben gebaut ist. Das heißt, Sie brauchen ja geschäftsmäßig, berufsmäßig möglichst viele Geflüchtete und Flüchtlinge, die kommen. Auch deshalb bewegen Sie sich mal wieder im Selbstwiderspruch. Und das Dritte ist, es findet sich in dem Antrag ja in verschiedenen Teilen, auch im Begründungsteil im Übrigen. Sie berufen sich ja auf das Volk und weite Teile der Bevölkerung. Ich werde das später noch ausführen. Am Ende sprechen Sie aber nur für sich selbst. Wenn man nur für sich selbst spricht, kann man nicht für das Volk sprechen, es sei denn, man meint, man wäre das Volk. Das haben Sie aber eben auch wieder glänzend widerlegt. Unlängst stand vor meinem Büro eine Gruppe von jungen Menschen, die Folgendes einte. Alle waren in Duldung. Einer von ihnen war gerade aus der Abschiebungshaft gekommen. Das war ein geeinter Kraftakt, um zu verhindern, dass er abgeschoben wurde. Er hielt sich schon seit 6, 7 Jahren in Deutschland auf. Auch all die, die neben ihm standen, alle berufstätig, alle, ich mag nicht dieses Wort, aber alle bestens integriert. Wirkt ein bisschen paternalistisch, aber ich verwende es, damit Sie es auch einigermaßen verstehen. Alle erfolgreich, alle seit vielen Jahren da und alle im Zustand der Duldung. Und dann mache ich mir jetzt ein Bild vor Augen. Ich sehe diese Gruppe junger Männer und Frauen vor meinem Büro. Die Mehrheit von ihnen kam aus westafrikanischen Ländern. Und dann erlebe ich sie. Und da muss ich denken an einem anderen Zusammenhang geprägtes Zitat von Guido Westerwelle, nämlich anstrengungsloser Wohlstand und spätrömische Dekadenz. Sie sind anstrengungsloser Wohlstand und spätrömische Dekadenz. Und diejenigen, die vor meinem Büro gestanden haben, das sind Leistungsträgerinnen und Leistungsträger unserer Gesellschaft. Und diese Menschen dürfen nicht abgeschoben werden, sondern sie verdienen es dank eines künftig und möglichst schnell zu schaffenden Chancenaufenthaltsrechts und verbesserter Bleiberechtsregelung, hier bleiben zu können. Diese Menschen abzuschieben, ist nicht nur nicht humanitär, es ist volkswirtschaftlich dumm und es ist gesellschaftlich dämlich. Und wenn Sie es fordern, dann sind Sie hoffentlich ganz allein mit dieser Forderung. Es ist aber, damit man Ihnen noch mal deutlich macht, Sie berufen sich auf die Gesellschaft und das Volk, das will, hilfreich, Ihnen noch mal diese Gesellschaft, in der wir leben, vorzustellen. Denn nehmen wir mal einen Fall einer drohenden Abschiebung. Leider sind da nicht wenige, wo es überhaupt nicht berechtigt ist. Da kommen Menschen vorbei, die sich einsetzen. Kommt eine Frau in mein Büro, nennen wir sie Marike, also eine Frau, die über den Tellerrand guckt, über den Tellerrand im buchstäblichen wie im abstrakten Sinne. Nicht nur sich um ihre eigenen Befindlichkeiten kümmert, sondern um das Schicksal von geflüchteten Menschen. Und da sind viele. Nachbarn der geflüchteten Menschen, ein GdP-Engagierter, der nebenbei Sicherheitsberatung macht, diverse Journalistinnen und Journalisten, Kirchengemeinden, Nachbarschaften, ganze Schulklassen, Mitschülerinnen und Mitschüler, Mitschülerinnen und Mitschüler auf Berufskolleg, Mitstudierende, andere Personen, Nachbarn, ganz normale Leute, Unternehmer und Unternehmer. Ich könnte Ihnen Hunderte, Jahrtausende aufzählen. Wenn Sie für das Volk sprechen und wir dann abziehen, Lehrerinnen und Lehrer, Polizistinnen und Polizisten, Schülerinnen und Schüler, Kirchengemeinden, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Also was ist das Volk, für das Sie sprechen? Nicht jedenfalls die Bevölkerung dieses Landes. Weite Teile dieser Bevölkerung haben überhaupt nicht den Wunsch, dass wir einen Abschiebungsmaximalismus erleben, sondern die Mehrheit dieses Landes wünscht sich einen pragmatischen Umgang. Das heißt nicht, dass die Mehrheit des Landes nicht akzeptiert, dass im Fall von Gefährdern und wirklich Straftätern Abschiebung erfolgen. Aber in all diesen Fällen, über die Sie gesprochen haben, den Hunderttausenden, die kein anerkanntes Verfahren haben, die aber in dem unwürdigen Zustand oft von Kettenduldung leben oder in anderen Duldungsformaten sich bewegen, all diejenigen brauchen eine Zukunft in diesem Land. Denn sie sind schon Teil dieses Landes und sie sind die Zukunft dieses Landes, anders als Sie. Also
Diese Person, diese Marieke und die vielen Mariekes dieser Welt, die solidarisch sind, die sind dieses Deutschland. Dieses Deutschland ist aber auch Ali und Akram, um zwei Syrerinnen und Syrer zu nennen, die aktiv jetzt sich für kommende ukrainische Geflüchtete einsetzen. Und das ist so ein schönes Beispiel. Was machen Sie? Haben Sie eben ja wieder vorgeführt. Sie wollen kommende Ukrainerinnen und Ukrainer gegen muslimische Geflüchtete ausspielen. Was machen die Syrerinnen und Syrer? Die helfen. Sie, kleinkariert, diejenigen ohne Scheuklappen, mit offenen Hirn, open-minded und solidarisch. Das ist ein großer Unterschied. Und nicht nur das, es kommt noch schlimmer. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, für die Sie sich angeblich einsetzen, zum Beispiel eine Initiative, mit der ich engstens in Wuppertal und in NRW zusammenarbeite, Stand with UA. Die sind bestens befreundet mit muslimischen Geflüchteten und anderen. Die begreifen das als eine menschenrechtliche Aufgabe. Die unterscheiden nicht zwischen sich und anderen. Die wollen nicht, dass sie vermeintlich ihre Interessen vertreten. Also für wen setzen sie sich ein? Weder für die Bevölkerung dieses Landes, noch für die Ukrainerinnen und Ukrainer, noch für die Syrerinnen und Syrer. Sie sind verdammt allein mit ihren Forderungen. Darauf möchte ich Sie noch mal hinweisen. Und dann noch ein zweites. Sie machen ja eine Kostenrechnung auf. Die Kosten, ja. Was kostet das alles? Dabei vergessen Sie aber, was Hunderttausende von Abschiebungen kosten würden. Wissen Sie, was eine einzelne Sammelabschiebung kostet, mit welchem Aufwand die verbunden ist? Also denken Sie mal darüber nach. Aber ich mache eine Gegenrechnung auf. Was kosten Sie denn uns? Was kosten die diversen Gerichtsverfahren gegen die AfD? Was kosten Diäten und sonstige Zahlungen in Landes- und Bundesparlamenten? Was kosten ganze Abteilungen des Verfassungsschutzes, die nichts anderes zu tun haben, leider, als sich mit ihnen befassen zu müssen? Diese Gegenrechnung möchte ich mal sehen. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Das heißt, diese Koalition, ich spreche auch mit meiner, für meine Fraktion, wir sind auch lernfähig. Wir gucken uns an. Wir korrigieren in Zukunft auch Dinge, die nicht richtig waren, zum Beispiel die Duldung für Personen mit ungeklärter Identität, bekannt als Duldung Leid, weil wir auch bereit sind, Fehlerkultur, sowas, was Sie überhaupt nicht kennen, Fehler ist für Ihnen ein Fremdwort, weil wir auch Fehlerkultur betreiben und weil wir uns ganz streng daran orientieren, was menschlich ist, was pragmatisch ist und was angebracht ist. Ihr Spiel des Gegeneinander-Ausspielens, des Kostenverrechnens, des Versuchens, Gewinne zu erzielen auf Kosten anderer, das wird nicht gelingen. Das funktioniert jetzt nicht, das wird nicht funktionieren. Game over. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Josef Oster für die CDU-CSU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte am heutigen Nachmittag gehört zu den ausgesprochen vorhersehbaren in diesem Parlament. Die AfD würde natürlich am liebsten alle Flüchtlinge konsequent aus diesem Land abschieben, und die linken Parteien werden sich darüber maximal empören. Das haben wir ja gerade schon erlebt, wie das hier abläuft. Diese Debatte wird aber damit diesem sensiblen Thema meines Erachtens nicht gerecht. Insbesondere, sehr geehrter Herr Baumann, ist der Zeitpunkt dieses Antrags, wie ich finde, ungehörig. Wir erleben zurzeit erneut eine großartige Hilfsbereitschaft in unserem Land. Die vielen Haupt- und Ehrenamtlichen nehmen die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer mit offenen Armen auf. Sie helfen in größter Not. Wir Deutschen stehen zusammen. Wir helfen, unterstützen, immer dann, wenn es darauf ankommt. Und dafür will ich mich auch an dieser Stelle herzlich bei all jenen bedanken, die hier großartige Menschlichkeit zeigen. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der AfD hat als Kernpunkt allerdings die Abschiebung quasi um jeden Preis. Das ist bezeichnend für eine Partei, der die Einigkeit in unserer Gesellschaft ein Dorn im Auge ist. Sie hoffen doch quasi darauf, dass Flüchtlinge möglichst in großer Anzahl nach Deutschland kommen, damit sie ihr fremdenfeindliches Weltbild weiter verbreiten können. Das ist schlicht und ergreifend ihr einfaches, aber verwerfliches Geschäftsmodell.
Und Herr Baumann, es ist doch nicht so, dass der Verfassungsschutz Sie beobachtet wegen Ihrer Haltung in der Flüchtlingsfrage. Man darf in der politischen Haltung vertreten, wir sind ein freies Land. Er beobachtet Sie, weil Sie Rechtsradikale und Nazis in Ihren Reihen zulassen. Das ist der Grund. Meine Damen und Herren, wir als Union, als Partei der Mitte, haben dagegen natürlich immer beide Seiten im Blick. Wir haben das Schicksal jedes einzelnen Flüchtlings auf der einen Seite im Blick, auf der anderen Seite aber eben auch die Leistungsfähigkeit unseres Landes. Denn klar ist, weder wir noch unsere Partner in Europa können alle Flüchtlinge dieser Welt aufnehmen. Wir benötigen daher kontrollierte und geordnete Migrations- und Asylverfahren. Und abgelehnte Asylanträge müssen natürlich Konsequenzen haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deutschland leistet, das darf man gar nicht oft genug erwähnen, einen großartigen humanitären Beitrag. Aus der Ukraine kamen bisher rund 380.000 Kriegsflüchtlinge zu uns, und das sind wohlgemerkt nur die offiziell Registrierten. Darüber hinaus, das sollten wir alle gemeinsam nicht vergessen, kommen aber weiterhin jeden Monat rund 15.000 Menschen aus anderen Ländern zu uns, die hier erstmals einen Asylantrag stellen. Diese Migrationsströme haben mit Beginn des Krieges in der Ukraine natürlich nicht aufgehört. Viele Menschen aus diesen Ländern, die nicht aus der Ukraine kommen, haben aber eben keinen Schutzanspruch in Deutschland. Die Gesamtschutzquote der letzten beiden Jahre lag eben nur bei 41%. Alle anderen Asylanträge wurden abgelehnt. Wir dürfen daher, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, die Hilfsbereitschaft unseres Landes und das Vertrauen unserer Bevölkerung nicht verspielen. Deshalb muss man an dieser Stelle ehrlich sagen, zu einer aufrichtigen Asylpolitik gehört eben auch, dass diese Menschen unser Land wieder verlassen, meine sehr geehrten. Abschiebungen sind eben kein Ausdruck eines kaltherzigen Staates. Ganz im Gegenteil, Abschiebungen sind Ausdruck eines funktionierenden Rechtsstaates. Und sie sind wichtig für das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit unseres Staates insgesamt. Daher besteht hier ganz ohne Zweifel Handlungsbedarf. Das steht für uns als Union jedenfalls außer Frage. Ich kann die Koalitionsfraktionen daher nur auffordern, hier tätig zu werden und über das hinauszugehen, deutlich hinauszugehen, was Sie in Ihrem Koalitionsvertrag in dieser Hinsicht verabredet haben. Wir haben dazu in der Vergangenheit gute Vorschläge gemacht. Die sind leider in der Regel am Widerstand von SPD und Grünen gescheitert. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, zu einer gewissenhaften Asylpolitik gehören Abschiebungen schlicht und ergreifend dazu. Nur so können wir unsere Hilfsbereitschaft dauerhaft aufrechterhalten. Für Sozialromantiker sind Abschiebungen immer ein Akt der Kälte, für die Radikalen Ausdruck ihrer Menschenfeindlichkeit. Wir von der Union wollen eine verantwortungsbewusste Migrationspolitik. Wir von der Union stehen für Humanität, Steuerung und Ordnung. Wir unterstützen daher nicht den radikalen Ansatz der AfD, aber dass hier großer Handlungsbedarf besteht, kann niemand ernsthaft bestreiten. Das Wort hat die Kollegin Phyllis Pollert für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, ich sollte was trinken. Danke, Stefan. Die Debatte um Abschiebung muss sich endlich an Fakten orientieren. Wiederholt werden von der AfD Zahlen aus Zusammenhängen gerissen und zu Schreckensszenarien des Staatsversagens zusammenfantasiert. Das ist Populismus pur, und das ist vor allem hochgradig verantwortungslos. Lassen Sie uns über Abschiebungen sprechen, aber nicht anhand von Fake News. Sie behaupten in Ihrem Antrag, dass 800.000 Personen in Deutschland leben, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Bemerkenswert ist aber, was Sie nicht sagen. Ein Drittel davon
hat einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Und über 40% einen befristeten Aufenthaltstitel. Von den wenigen im Ausländerzentralregister, von den wenigen ausreisepflichtigen Personen in Deutschland, wer ist das? Das sind nicht unbedingt Menschen, die vorher im Asylverfahren waren. Das sind teilweise EU-BürgerInnen, das sind teilweise Menschen, die mit einem Kurzvisa eingereist sind, etwa zum Urlaub und nicht rechtzeitig ausgereist sind, oder Studierende, die sozusagen hier eine Arbeit aufnehmen wollen, aber noch ein Visum zu Studienzwecken hatten. Meine Damen und Herren, und wer sind die Menschen in Duldung, die derzeit gar nicht abgeschoben werden können, die hier vorübergehend bleiben, aus guten Gründen? Entweder aus tatsächlichen Gründen, weil die Ausreise unmöglich ist, oder weil rechtliche Gründe dagegen stehen. Zum Beispiel das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit oder Familie. Dieses Grundrecht gilt für alle, auch für Geduldete, meine Damen und Herren, unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Was bleibt? Wenn Sie sich die Zahlen genau ansehen, werden Sie entdecken, dass die Zahl ausreisepflichtiger Personen mit abgelehnten Asylantrag ohne Duldung Ende letzten Jahres nur bei rund 18.000 Personen betrug, meine Damen und Herren. Ich wiederhole, 18.000. Also hören Sie endlich auf mit Ihrem Populismus. Es gibt kein massives Abschiebungsdefizit, und das auch in Richtung der Unionskollegen, Herr Oster, wohl aber bei Ihnen, bei der AfD, ein schlimmes Defizit bei der Wahrheitsliebe. Und auch bei den Angaben des Ausländerzentralregisters zu Ausreisepflichtigen ist Vorsicht geboten. Bisher mussten die Angaben, wie Sie alle wissen, häufig korrigiert werden, weil etwa auch Personen, die gar nicht mehr in Deutschland sind, im AZR noch aufgeführt waren. Sie sind schon längst ausgereist. Dieses Register muss dringend überarbeitet werden, und deshalb haben wir im Koalitionsvertrag die Modernisierung von Registern vereinbart. Und die Debatte über scheinbare Abschiebungsdefizite lenkt von einem viel wichtigeren Thema ab. In Wahrheit haben wir ein Chancendefizit, meine Damen und Herren. 43% der Geduldeten leben seit mehr als 5 Jahren mit Kettenduldung aus den besagten Gründen. Menschen aus Kriegsgebieten, 25.000 der Menschen mit Duldung sind Afghaninnen und Afghanen, meine Damen und Herren. Mehr als ein Viertel der geduldeten Menschen sind Kinder und Jugendliche. Und die bisherigen Regelungen, Herr Gelind hat es angesprochen, ein Stück weit für gut integrierte Jugendliche und Erwachsene sind wegen hoher Hürden ins Leere gelaufen. Selbiges gilt für die Regelung, die Geflüchteten in Arbeit und Ausbildung eine Ausbildungsperspektive eröffnen sollten. Und ich frage Sie, wie soll man den Lebensunterhalt sichern? Die eine Voraussetzung ist, wenn man gleichzeitig einem Arbeitsverbot unterliegt. Nur 20% der Geduldeten dürfen überhaupt arbeiten. Die meisten haben keine Arbeitserlaubnis. Das ist einmalig in der Bundesrepublik Deutschland. Ansonsten haben Menschen nur ein Arbeitsverbot, wenn sie in einer bestimmten Zeit ihrer Schwangerschaft nicht arbeiten dürfen, meine Damen und Herren. Das wird diese Koalition ändern. Also nicht das mit der Schwangerschaft, sondern unser gemeinsames Ziel ist es, die Kettenduldung endlich abzuschaffen. Und das war wirklich zwischen FDP und SPD und uns eines der Punkte, wo wir uns von vornherein einig waren und nur daran gearbeitet haben, wie können wir diese Dinge optimal gestalten, dass die Kettenduldung wirklich abgeschafft werden. Das werden wir gemeinsam mit unserer Innenministerin Nancy Faeser noch in diesem Jahr auf den Weg bringen. Auch die bisherigen Regelungen neben dem Chancenaufenthaltsrecht zu den Bleiberechtsregelungen werden ausgeweitet, Voraufenthaltszeiten werden verkürzt, die Ausbildungsduldung wird endlich zu einer Aufenthaltserlaubnis und die Beschäftigungsduldung wird reformiert. Integrationsbarrieren, das hat Helge Lind angesprochen, werden wir abbauen, die Duldungsleit wird abgeschafft und bereits in Deutschland Lebende werden dann keinen Arbeitsverboten mehr unterliegen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, meine Damen und Herren. Es lohnt sich, den Menschen eine echte Chance zu geben, stellvertretend für viele individuelle Geschichten von Personen, die mit einer Duldung ihr Leben in Deutschland beginnen mussten und höchst erfolgreich in unserer Gesellschaft sind, möchte ich einige Namen nennen. Meine hochgeschätzte Parteikollegin und Spitzenkandidatin Aminata Touré, Deutschlands jüngste schwarze Landtagsvizepräsidentin aus Schleswig-Holstein.
Neven Subotic, der als Fußballer unter anderem mit Borussia Dortmund große Erfolge feierte und seine Karriere stets auch mit großem sozialen Engagement verband. Die Journalistin Vanessa Wu, die mit ihren mutigen Worten einer Generation von jungen POC in Deutschland eine wichtige Stimme verleiht. Der Schauspieler Hasan Akuc, der sich motiviert durch seine eigene Geschichte gegen Stereotype in der Filmbranche einsetzt. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass diese Geschichten nicht die Ausnahme sind, sondern die Regel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Das Wort hat die Kollegin Clara Bünger für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion. Ihr Antrag und Ihre Rede, Herr Baumann, machen wieder deutlich, dass Sie von Rechtsstaatlichkeit keine Ahnung haben. Was Sie eigentlich wollen, ist die Errichtung eines Unrechtsstaats, in dem Sie Ihre rassistischen Vorstellungen umsetzen können. Ich sage Ihnen dazu eines: Wir werden das verhindern. Ihr Rassismus muss endlich raus aus diesem Bundestag. Außerdem verbreitet die AfD Mythen und Unwahrheiten, wie es meine Kollegin Phyllis Pollard bereits erwähnt hat. Es ist völlig irreführend zu beklagen, dass 800.000 abgelehnte Asylsuchende noch im Land seien, wie Sie es in Ihrem Antrag formulieren. Im Ausländerzentralregister, wo Sie Ihre Zahlen hernehmen, wird diese Eintragung nämlich ein Leben lang nicht gelöscht. Eine Reform des AZR, wie es Frau Pollard vorgeschlagen hat, ist deshalb dringend notwendig. Überwiegend leben diese Menschen aber mittlerweile völlig legal in Deutschland, aber eben mit einem anderen Aufenthaltszweck. Darunter können zum Beispiel Polinnen sein, die in den 90er Jahren eine Ablehnung im Asylverfahren hatten, aber jetzt selbstverständlich als Unionsbürgerinnen hier in Deutschland leben. Oder Menschen, die geheiratet haben und sich deshalb vollkommen rechtmäßig in Deutschland aufhalten. Kurz gesagt, wenn jemand in der Vergangenheit mal im Asylverfahren abgelehnt wurde, sagt das über den aktuellen Aufenthaltsstatus überhaupt nichts aus. Entweder ist die AfD nicht in der Lage, das zu verstehen, oder sie weiß das sehr genau, aber verwendet diese irreführenden Zahlen für ihre demagogischen Zwecke. Dafür sollten Sie sich schämen. Wenn die AfD fordert, die Ausreise von abgelehnten Asylsuchenden mit, Zitat, allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu forcieren, klingt das wie eine Aufforderung für mehr Brutalität und Polizeigewalt. Dabei wird doch längst gnadenlos abgeschoben, und das seit Jahren. Meine letzte Anfrage an die Bundesregierung hat ergeben, dass im Schnitt jeden Tag 34 Menschen außer Landes geschafft werden. Sie werden an Orte zurückgezwungen, wo ihnen existenzielle Notlagen, Folter, Haft oder andere schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Ich sage Ihnen ganz klar, jede einzelne dieser Abschiebungen ist eine zu viel. Viele der betroffenen Menschen hatten seit Jahren ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland. Sie haben hier gearbeitet, ihre Kinder gingen zur Schule. Diese Menschen werden durch die Abschiebung aus ihrem Leben gerissen. Immer wieder werden auch Familienangehörige voneinander getrennt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ende Januar ist die Polizei in Celle mitten in der Nacht in die Wohnung einer Familie mit 4 kleinen Kindern eingebrochen, um sie nach Georgien abzuschieben. Der Vater ist psychisch schwer krank. Er hat mehrere Suizidversuche hinter sich. Die Mutter war zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Und die Behörden wussten, dass sie aufgrund einer Risikoschwangerschaft nicht abgeschoben werden durfte. Trotzdem versuchten sie zunächst, die gesamte Familie abzuschieben. Nur weil die Frau protestierte, durfte sie zunächst bleiben, wurde aber angewiesen, freiwillig auszureisen. Nachtabschiebung, Fesselung, Polizeigewalt, all das kommt systematisch vor. Das ist nicht nur unmenschlich, sondern eines Rechtsstaats nicht würdig. Ein besonderer Skandal in der Sache ist der sprunghafte Anstieg von Abschiebungen in die Türkei. Über 360 Menschen wurden letztes Jahr in das Land abgeschoben. Darunter sind viele linke und kurdische Oppositionelle, denen in der Türkei massive Verfolgung droht. Das ist besonders perfide vor dem Hintergrund, dass Erdogan gerade wieder einen völkerrechtswidrigen Krieg in Kurdistan führt. Und ich sage auch noch eine Sache zuletzt an Sie gerichtet, liebe Koalition. Wir brauchen aus meiner Sicht keine Rückführungsoffensive, sondern eine Bleiberechtsoffensive. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Stefan Thomé für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir den Antrag der AfD anschaue, denke ich an den Filmtitel »Täglich grüßt das Murmeltier«. Der Antrag ist, dass ich weiß nicht wievielte Remake Ihres alten Geschäftsmodells möglichst die Ängste der Menschen vor Flüchtlingen zu schüren und zu verstärken. Wenn man den Antrag von Ihnen durchliest, hat man das Gefühl, wenn wir nicht zu einer großen Anzahl von Abschiebungen auf kurze Zeit kämen, dann droht sozusagen der Zerfall des Rechtsstaates in Deutschland. Man liest Ihren Antrag und hat das Gefühl, Tausende von Straftätern liefen auf den Straßen umher, was einfach nicht so ist, was nicht den Tatsachen entspricht. Und das Thema, das auch schon angesprochen worden ist, Sie schreiben, dass Kosten in Milliardenhöhe entstehen und verschweigen dabei, dass viele Menschen, die hierher gekommen sind, hier geduldet sind, einer Arbeit nachgehen, Arbeitsplätze schaffen, dass sie Steuern und Mieten bezahlen, meine Damen und Herren. Mit Ihrem Antrag rühren Sie die Paniktrommel. Sie sind das Panikorchester dieses Parlaments. Man hat das Gefühl, dass die Apokalypse jeden Augenblick droht, wenn man sich Ihren Antrag durchliest. Da ist die Haltung der Koalition schon weitaus differenzierter, meine Damen und Herren. Wir versuchen, einen realistischen Blick auf die Lage zu werfen. Und das ist immer noch das Problem, dass wir häufig die Falschen abschieben. Nicht alle Menschen, deren Asylantrag abgelehnt worden ist, die aber hier geduldet werden, hier bleiben können, sind üble Schurken. Viele von ihnen sind gut integriert, sie gehen einer Arbeit nach, die Kinder besuchen die Schule, spielen in der F-Jugend des Fußballvereins, der Dorfjugend und ministrieren am Sonntag in der Kirche. Das ist auch ein Teil der Wahrheit, meine Damen und Herren. Viele leisten ihren Beitrag zum Gelingen unserer Gesellschaft, zahlen Steuern, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, zahlen in die Rentenversicherung ein, zahlen Miete und schaffen Arbeitsplätze bei uns. Und für viele dieser Menschen werden die volkswirtschaftlichen Nachteile ihrer Abschiebung weitaus größer als die Kosten, die entstehen, wenn sie hier bei uns im Land bleiben. Deswegen ist es eine sinnvolle Überlegung, die wir anstellen, zu sagen, gut integrierten Geduldeten, die hier sind, wollen wir die Chance geben, auch hier einen dauerhaften Aufenthalt zu bekommen, statt ständig von Jahr zu Jahr in Kettenduldungen hier zu bleiben und keine Perspektive zu haben, sodass es sich für sie auch nicht lohnt, etwas hier aufzubauen. Das ist das Problem. Und deswegen wollen wir Chancen schaffen, Chancen für beide Seiten, für die Menschen, die hier sind, aber auch für unsere Gesellschaft, dass diese Menschen einen Beitrag leisten können zum Gelingen unseres Landes, meine Damen und Herren. Natürlich gibt es auch Straftäter und Gefährder. Nur wenn Sie sagen, die tanzen uns auf der Nase herum in dem Antrag, dann kann ich nur sagen, nein. Gucken Sie mal nach Nordrhein-Westfalen, wo ein FDP-Integrationsminister, Jo Stamp, viel tut für die Integration der Menschen, die hier sich an das Hausrecht halten, der aber sehr konsequent ist bei der Abschiebung bei denen, für die eben nun kein Platz ist und die das Gastrecht missbrauchen. Da sind beide Dinge enthalten. Jo Stamp lebt das vor in Nordrhein-Westfalen, Integration, aber auch Abschiebung dort, wo eben Integration misslingt und wo Straftäter und Gefährder das Gastrecht hier bei uns im Land missbrauchen. Und deswegen will auch diese Koalition eine Rückführungsoffensive starten. Und deswegen brauchen wir auch einen Sonderbevollmächtigten, der Migrationsabkommen schließt mit Herkunftsländern, die nicht nur, aber eben auch dafür Sorge tragen, dass Rückführungen und Abschiebungen gelingen können, aber auch klar ist, wo wir legale Migrationsmöglichkeiten eröffnen wollen. Darum geht es. Und das ist eine wichtige Aufgabe, die sich uns stellt. Und deswegen wäre ich sehr froh, wenn im Innenministerium Kollege Thomé, ich habe die Uhr angehalten mit der Frage, ob Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Oster zulassen. Sehr gerne, Herr Kollege Oster.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade den Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen angesprochen, den Sie in Ihrem Koalitionsvertrag vereinbart haben. Einer der ganz wenigen Punkte, den wir durchaus begrüßen in diesem Zusammenhang im Koalitionsvertrag. Da steht ansonsten nicht viel Gutes drin, aber das ist ein sinnvoller Aspekt, den Sie dort hineingeschrieben haben. Deshalb die Frage, Ihre Regierung ist ja nun schon einige Zeit im Amt. Und wo ist denn dieser Sonderbevollmächtigte? Also deshalb die Frage, das ist ein wichtiges Thema, das haben Sie ja gerade auch bestätigt. Wann kommt denn dieser Sonderbevollmächtigte und wer soll denn diese verantwortungsvolle Position übernehmen? Sehen Sie, Herr Kollege Oster, ich habe auch persönlich etwas mit dieser Funktion zu tun, habe mich sehr dafür eingesetzt, dass sie kommt. Und es ist so ein großes Erfolgsmodell, das Sie auch beschreiben, dass sich viele darum reißen. Viele hätten ganz gern diesen Bevollmächtigten. Ich bin der Meinung, dass er am besten aufgehoben wäre im Innenministerium, weil es sich bei diesem Migrationsabkommen schon um umfassende Abkommen handelt. Da geht es auch um um Abschiebungen, aber eben auch um die Frage, zu welchen Bedingungen jemand legal zu uns kommen kann. Also durchaus Fragen des Aufenthaltsrechts, des Migrationsrechts. Und das sind klassische Fragen des Innenministeriums. Deswegen finde ich, es wäre im BMI am besten aufgehoben. Aber alle wollen ihn haben, alle reißen sich drum. Und deswegen ist die Frage noch unentschieden, wer denn nun dieses Goldstück bekommen soll. Ja. Und das ist etwas, was ein wichtiger Punkt ist. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir darauf hinwirken sollten, dass dieser Bevollmächtigte alsbald beim BMI eingerichtet wird. Ich will noch einen letzten Punkt ansprechen. Auch das ist ein wichtiges Anliegen von uns. Wir müssen darauf hinwirken, dass die Verfahren schleunig zu Ende kommen. Und deswegen müssen Unsicherheiten beseitigt werden, wie Asylanträge von Antragstellern verschiedener Länder zu entscheiden sind. Deswegen sind wir der Meinung, dass es nützlich wäre, wenn wir Länderleitentscheidungen bekämen, in denen das Bundesverwaltungsgericht eine Leitentscheidung trifft, die den Ausländerämtern, den Asylbehörden, dem BAMF, aber auch den Verwaltungsgerichten an die Hand gibt, für welche Länder welche Entscheidung die richtige wäre, damit wir schneller zu rechtskräftigen Entscheidungen in Asylverfahren kommen. Ich danke Ihnen. Der nächste Redner ist der Kollege Christoph de Vries für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich finde es ganz bemerkenswert, dass wir heute über Rückführung diskutieren, aber ich in fast keiner Rede bisher etwas zu Rückführung gehört habe, außer an der meines geschätzten Kollegen Josef Oster. Herr Lindt, man hat gemerkt, der Grat zwischen Philosophie und Sinnlosigkeit ist manchmal ein schmaler. Das muss ich durchaus sagen an der Stelle. Bei den Grünen habe ich festgestellt, dass die eigenen Statistiken valider sind als alle öffentlichen Statistiken der Bundesrepublik Deutschland. Auch das konnte ich heute mitnehmen. Und Herr Baumann, dass nur ausgerechnet Ihre Partei den Krieg gegen die Ukraine zum Anlass nimmt, hier Abschiebungen zu forcieren, das ist wirklich mehr als zynisch. Ihre Partei, die mit Putin und seiner Propaganda erst Deutschland groß geworden ist, das jetzt hier zum Anlass zu nehmen, das ist wirklich absurd. Und da haben Sie wirklich einen riesen Nachholbedarf in Sachen Glaubwürdigkeit. Und wir müssen über das Thema Rückführung debattieren, denn es ist doch völlig klar, dass das trotz vieler Anstrengungen, die auch wir unternommen haben, bis heute nicht zufriedenstellend gelingt in Deutschland. Es gibt rechtliche Hindernisse, es gibt tatsächliche Hindernisse, die wir in Deutschland haben, aber es gibt auch ganz andere Ursachen. Und damit meine ich auch vor allen Dingen den mangelnden politischen Willen mancher Landesregierungen, deren Farben uns ja hier nur allzu gut bekannt sind. Wir können über die Zahlen gerne streiten, aber lassen Sie mich nur mal das Beispiel Bremen nennen. Rot-Rot-Grün. Dort im letzten Jahr wurden 0,63% der gesamten ausreisepflichtigen Personen abgeschoben. Nicht einmal 1%. Und in diesem Zusammenhang kann man auch nicht unerwähnt lassen, dass die Grünen die Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten seit Jahren im Bundesrat blockieren mit ihrer Stimme, die sie dort haben. Und dazu gehören auch Parteien wie Grüne und Linke, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen,
die gezielt rechtsstaatliches Handeln, das teilweise durch alle gerichtlichen Instanzen bestätigt wurde, regelmäßig medial anprangern und als inhuman zu desavouieren versuchen. Und lassen Sie mich das deshalb mal in aller Deutlichkeit sagen. Wir leben immer noch in einem Rechtsstaat. Das darf ich auch Ihnen gerne als Vertreter der Grünen einmal sagen. Für uns als CDU und CSU ist eins ganz klar. Die konsequente rechtsstaatliche Rückführung von ausreisepflichtigen Asylbewerbern, das ist ein integraler Bestandteil unseres Asylsystems in Deutschland, eines funktionierenden Asylsystems in Deutschland. Und deshalb bekennen wir uns ausdrücklich zum geschützten Recht auf Asyl. Aber jeder, der Abschiebungen ausreisepflichtiger Personen behindert, immer neue Abschiebehindernisse aufbaut oder Stimmungen dagegen im Einzelfall macht, der muss sich auch immer darüber im Klaren sein, dass er damit die Funktionsfähigkeit und Akzeptanz unseres Asylsystems in Deutschland beschädigt, meine Damen und Herren. Die AfD fordert eine nationale Kraftanstrengung zur Abschiebung. Es ist angesprochen worden. Das ist in der Sache auch nicht falsch. Und einige Forderungen sind auch berechtigt. Aber Ihre Forderungen sind an vielen Stellen unsauber. Und es gibt einen grundsätzlichen Punkt, den wir als Union auch aus unserem europäischen Grundverständnis heraus entschieden ablehnen. Sie fordern zum Beispiel die Bundesregierung aus, Abschiebehaftplätze zu erhöhen, Abschiebungen durch die Bundespolizei vornehmen zu lassen. Das sind alles Aufgaben, die eindeutig in die Zuständigkeit der Länder gehören, und insofern haben Sie Ihre Forderungen an dieser Stelle auch falsch adressiert. Aber der ganz entscheidende Punkt an der Stelle ist, eine der größten europäischen Errungenschaften ist die Freizügigkeit in Europa, der ungehinderte Verkehr zwischen den europäischen Ländern, das Zusammenwachsen der grenznahen Regionen. Und wir wollen diese großartige Errungenschaft nicht aufgeben, und deswegen legen wir diese Forderung an der Stelle ab. Etwas anderes ist es, wenn wir temporäre, gezielte Kontrollen vornehmen, wenn es Krisensituationen erfordern, so wie wir es auch schon gehabt haben. Doch zurück zur Sache und noch zur Bundesregierung, die ja im Zuge ist. Es ist angesprochen worden. Sie haben eine Rückführungsoffensive großspurig angekündigt. Aber dass Ihre Bundesregierung nach 5 Monaten im Amt noch nicht eine einzige konkrete Maßnahme ergriffen hat, ist bezeichnend. Der Sonderbevollmächtigte ist angesprochen worden für den Abschluss von Migrationsabkommen. Die Wahrheit ist doch die, und das ist auch heute in den Reden deutlich geworden, diese Koalition möchte am liebsten niemanden aus Deutschland abschieben. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und dabei würde natürlich eine solche Offensive durchaus auch zur Entlastung der Lage beitragen, wenn wir Frauen und Kindern aus der Ukraine in der jetzigen Situation helfen, meine Damen und Herren. Und Sie haben ein anderes Modell. Sie wollen die freiwillige Ausreise erhöhen. Das kann ja auch ein Ansatz sein. Es war im letzten Jahr immerhin 21.000. Aber da frage ich mich, warum sind die Mittel im Haushaltsplan dieses Jahres dann nicht mehr erhöht worden? Auch da ist nichts passiert von der Bundesinnenministerin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Fokus hat im Innenministerium einmal angefragt, was im Rahmen dieser Rückkehrinitiative bisher unternommen wurde. Die einzige Auskunft ist dort gewesen, ich zitiere, die nähere Ausgestaltung ist Gegenstand von Beratungen innerhalb der Bundesregierung. Und da kann man nur sagen, Frau Bundesministerin Faeser, die jetzt leider inzwischen nicht mehr hier ist, zeigen Sie endlich mal Initiative und packen Sie dieses Thema an. Es ist dringend überfällig. Vielen Dank. Ich bitte bei der Vorbereitung der noch zu haltenden Reden Zitate und Ähnliches in die Redezeit einzupreisen. Ansonsten reden Sie nämlich irgendwann auf Kosten Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die in der Redeliste noch vorgesehen sind. Und dann muss ich diese Redezeit kürzen. Das Wort hat die Kollegin Gülistan Yüksel für die SPD-Fraktion. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Demokratinnen und Demokraten! Von meiner langjährigen ehrenamtlichen Arbeit, Integrationsarbeit, weiß ich, dass nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, bleiben kann. Ich weiß aber auch, dass es abgelehnte Asylbewerber gibt, die schon längst Teil unserer Gesellschaft sind. Immer wieder habe ich deshalb genau das getan, was die AfD mit ihrem Antrag zu verhindern trachtet. Ich habe Menschen, die hier zu Hause sind, geholfen, ein Bleiberecht zu bekommen. Von einem dieser Fälle möchte ich hier kurz berichten. Ein Junge, der hier zur Schule gegangen ist, nennen wir ihn Alexander. Er hieß zwar anders, aber vielleicht fällt es der AfD ja leichter, bei einem deutschen Vornamen zuzuhören und vielleicht auch mitzufühlen.
Alexanders Eltern waren nach Deutschland geflohen und hatten hier einen geduldeten Status. Als Alex 18 Jahre alt wurde und kurz vor seinem Abitur stand, sollte er abgeschoben werden. In das Land seiner Eltern, getrennt von seinen Eltern und Geschwistern, weg von seinem vertrauten Umfeld, in ein Land, was ihm fremd war. Mit seiner Volljährigkeit gab ihm der Duldungsstatus seiner Eltern keinen Schutz mehr. Er galt plötzlich als abgelehnter Asylbewerber. Zusammen mit vielen Engagierten haben wir uns dafür eingesetzt, dass Alex in Deutschland sein Abitur machen konnte. Später hat er sogar Jura studiert. Sehr geehrte Damen und Herren, die AfD schreibt in ihrem Antrag, dass der deutschen Bevölkerung nicht vermittelbar sei, dass, so wörtlich, dieser Personenkreis trotz der finalen Ablehnung des ihres Antrages in Deutschland verbleiben kann. Das ist nicht nur falsches Deutsch, es ist vor allem inhaltlich falsch. Gucken Sie mal in Ihren Antrag in der Begründung, da steht es genauso drin. Vielen Menschen ist nämlich schlichtweg nicht vermittelbar, warum gut integrierte Menschen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben, abgeschoben werden sollen. Auch die Menschen im Umfeld von Alex haben nicht verstanden, warum ein Junge, der hier groß geworden ist, kurz vor seinem Abitur Deutschland verlassen sollte. Die AfD versucht immer wieder den Eindruck zu erwecken, als würde sie für die Mehrheit der Deutschen sprechen. Das tun sie eben nicht. Vermutlich weiß sie das selbst nur zu gut und hat es in ihrem Antrag auch deshalb auf die Zivilgesellschaft abgesehen. NGOs, die sich gegen Abschiebungen engagieren, will sie kurzerhand von jedweder Förderung ausschließen. Das lassen wir nicht zu. Wir lassen auch nicht zu, dass sie die Helferinnen und Helfer diskreditieren und mundtot machen. Auch in diesem Antrag wird mal wieder von tausenden Straftätern und einer nationalen Abschiebeoffensive fabuliert, um so notwendigen Platz schaffen zu können. Solche Formulierungen sind menschenverachtend. Sie sehen Hass und spalten unsere Gesellschaft. Und dem stellen wir uns entschieden entgegen. Sehr geehrte Damen und Herren, meine zu Anfang geschilderte Geschichte des 18-jährigen Alex ist längst kein Einzelfall. Kürzlich erschien in der Taz ein lesenswerter Artikel über eine Abschiebung von 17 Menschen in das Bürgerkriegsland Äthiopien. Darunter waren nicht nur ein schwerkranker Menschenrechtsaktivist mit Schwerbehindertenausweis, sondern auch Abere, ein junger Mann, der seit Jahren hier gelebt, gearbeitet und Steuern gezahlt hat. Wer sich die Geschichten der Abgeschobenen anhört, wird nicht länger für Hass und Hetze empfänglich sein. Wer die aktuellen Abschiebepraxis kennt, wird verstehen, dass es vor allem um eine Kraftanstrengung für ein humaneres und besseres Aufenthaltsrecht braucht. Und genau das haben wir uns als Koalition vorgenommen. Menschen wie Abere und Alex sollen nicht abgeschoben werden. Deshalb ändern wir das Aufenthalts- und Bleiberecht. Wir werden nicht nur die Beschäftigungsduldung entfristen, wir werden auch insbesondere Integrationsleistungen von Geduldeten würdigen, indem wir ihnen nach 6 bzw. bei Familien nach 4 Jahren ein Bleiberecht eröffnen. Jugendlichen bis zum 27. Lebensjahr wollen wir schon nach 3 Jahren Aufenthalt in Deutschland die Möglichkeit für ein Bleiberecht geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so sehr wir auf politischer Ebene pragmatische Regelungen für betroffene Menschen suchen und umsetzen, so wichtig bleibt das Engagement der Menschen vor Ort. Ob Mahnwache, Hilfsverein oder individuelle Unterstützung, viele Menschen helfen Geflüchteten, auch und gerade in der Ausnahmesituation einer drohenden Abschiebung. Herr Baumann, es wäre schön, wenn Sie zuhören können. Sie sind die ganze Zeit am Quatschen. Sie haben den Antrag gestellt, vielleicht hören Sie einfach mal zu. Und dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich sehr dankbar. Denn dank der vielen Helfer und Helfer konnte Alex in Deutschland bleiben. Er und seine Familie sind nur ein Beispiel von vielen Geflüchteten, die heute Teil von Deutschland geworden sind. Deutschland ist ein vielfältiges Land, und das ist auch gut so. Dankeschön. Für die CDU/CSU hat nun der Kollege Alexander Hoffmann das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, dem Grunde nach ist das heute eine Fortsetzung der Debatte, wie wir sie vor 3 Wochen geführt haben. Damals auch ein Antrag der AfD, und es ging um die Frage der Registrierung der Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen. Und wie damals, so ist es auch heute so, dass eigentlich der Antrag der AfD keine Rede wert ist. Es werden mit falschen Zahlen operiert. Und wissen Sie, gerade das Thema Migration ist ein Thema, was seit 2015 wirklich gesellschaftspolitisch breit diskutiert wird. Und deswegen ist es ja ein fataler, ich möchte fast sagen, ein schäbiger Ansatz, wenn Sie wieder versuchen, das Thema so aufzuziehen, indem Sie die Gesellschaft spalten. Und was auch völlig inakzeptabel ist, und das ist ja der Duktus, der sich die ganze Zeit durch Ihren Antrag zieht, dass Sie tatsächlich in der Lage wären, die eine Art der Menschen, die zu uns kommen, gegen die anderen auszuspielen. Deswegen, wie auch damals, gar nicht so viel über diesen Antrag. Aber, meine Damen, meine Herren, es wird Sie nicht überraschen, über die Wortbeiträge der Ampelkoalitionäre ist natürlich gerade beim Thema Abschiebung und Rückführung schon zu reden. Wir haben den Kollegen Lindt heute wieder gehört von der SPD, die Kollegin Pollert von den Grünen. Und es war eben wieder die Überschrift, die uns nervös macht. Wir machen die Tür auf, wir lassen alle rein und niemand muss das Land mehr verlassen. In einer Art von, man merkt es jetzt auch an der Reaktion, in einer Art von Sonnenblumenrhetorik ausschließlich blumige Darstellungen zum Thema Zuwanderung und Asyl. Und wissen Sie, meine Damen, meine Herren, ich sehe auch die positiven Seiten und ich sehe auch die Chancen. Aber wenn man Ihnen zuhört, dann muss man feststellen, dass Sie die Realitäten im Bereich Asyl und Zuwanderung eigentlich völlig aus dem Blick verlieren. Sie machen sich überhaupt keine Gedanken um die sicherheitsrechtlichen Aspekte von Zuwanderung. Für Sie spielt es offensichtlich überhaupt keine Rolle, wie Sie Zuwanderung in Sozialsysteme verhindern können. Und Sie machen sich schlussendlich auch überhaupt keine Gedanken darüber, wie Sie nicht noch mehr Pull-Effekte setzen. Und das ist am Ende des Tages leider auch die Überschrift dieses Kapitels in Ihrem Koalitionsvertrag. Heute ist ganz kurz der Begriff Rückführungsoffensive aufgeblitzt. Der Gesichtsausdruck der Grünen war beeindruckend, als der Kollege Thomae sich tatsächlich getraut hat, das hier an der Kanzel abzukündigen. Und ich glaube, genauso wie alle in der Union, nicht daran, dass das tatsächlich zur Realisierung kommt. Es ist geradezu mit Händen zu greifen, dass die Ampel so weit links gerückt ist, dass es zu einem solchen Thema mit Sicherheit nicht zu einer Realisierung kommen wird und unter Umständen die FDP als einsamer Rufer in der Wüste enden wird. Und der letzte Punkt, der beim Thema Rückführung wichtig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist doch folgender. Wir alle haben verstanden, seit 2015, dass wir das Thema Zuwanderung und Migration europäisch denken müssen. Und da kommt dann auch immer gern die Ministerin, die sagt, sie kämpft für das gemeinsame europäische Asylsystem und sie hat da schon große Erfolge verbucht. Erfolge, die wir bis heute leider noch nicht alle sehen. Aber im Kern wird das nur realisierbar sein, wenn sie alle europäischen Staaten von ihrem Kurs überzeugen. Und wenn sie dort nur kommen und sagen, wir machen die Türe auf, lassen alle rein und niemand muss das Land mehr verlassen, dann werden Ihnen ein Großteil der europäischen Staaten nicht mehr folgen, sondern Sie werden auch Antwort auf die Frage geben müssen, was machen wir mit den Menschen, die alle Verfahren durchlaufen haben und wo am Ende des Verfahrens das Ergebnis steht, die müssen Europa, die müssen das Land wieder verlassen. Und dort werden Sie Ländern wie Ungarn, wie Polen nur Mut machen für ein gemeinsames europäisches Asylsystem, wenn Sie auch eine Antwort auf diese Frage bringen. Und das müssen Sie sich vor allem bei der Frage gefallen lassen. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht nun der Kollege Julian Palke. AfD-Tränen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Demokratin, die Bilder aus Afghanistan haben wir hoffentlich noch alle vor Augen. Checkpoints in den Straßen von Kabul,
das Rollfeld des Flughafens, auf das für ein paar Tage die ganze Welt geschaut hat. Und ein Mensch, der aus dem Radkasten eines Flugzeugs gefallen ist, weil er dort in aller Verzweiflung Schutz gesucht hat. Das war in den Tagen nach dem 16. August letzten Jahres. Am 10. August, also 6 Tage vorher, hat Horst Seehofer noch öffentlich Abschiebungen nach Afghanistan gefordert. In ein Land, das sich in diesen Tagen schon an der Klippe, kurz vor dem freien Fall in die Rechtlosigkeit der Taliban befand, aus dem Soldaten fluchtartig ausgeflogen wurden. Diese Verantwortungslosigkeit war das System. Nicht erst im August 2021. Und wenn hier heute von konservativ bis rechts gefordert wird, Menschen zurückzuschicken, dann würde es zur Ehrlichkeit dazugehören, dass sie auch die Verantwortung dafür übernehmen, in welche Umstände, in welche ferne Lebensrealität sie Menschen schicken wollen. Menschen, die für viel Geld in Länder geflogen werden, in denen sie nicht einmal Familie oder Freunde haben. Es ist einfach, sich hier ans Pult zu stellen und Abschiebungen zu fordern, aber sie selbst würden es nicht schaffen, der 5-jährigen Amina zu sagen, während sie morgens aus der Kita von der Polizei abgeholt wird, dass man sie in ein Land fliegt, das sie noch nie in ihrem Leben betreten hat. Und erklären Sie dem 58-jährigen Dario, der seit Jahren arbeitet, eine Wohnung gefunden hat und nur wegen Papierkram auf eine Behörde gegangen ist, dass er dort festgenommen wird und wochenlang in Abschiebehaft sitzt. Wo die AfD beim Thema Abschiebung und Rechtsberatung steht, haben wir im Antrag gelesen, nämlich ganz weit am rechten Abgrund. Aber dass Sie von der Union in den letzten Jahren von einer Anti-Abschiebeindustrie gesprochen haben, das haben wir nicht vergessen. Und deshalb will ich es in aller Deutlichkeit sagen, ich bin froh über Organisationen wie Pro Asyl, die denen zur Seite stehen, deren Leben und deren Zukunft auf dem Spiel steht. Und ich bin froh, dass es diese Organisationen gibt, die den Rechtsstaat nutzen, um Menschen zu schützen, die Gerichte entscheiden lassen. Das ist doch keine Industrie, das ist vor allem demokratierelevant. Denn jede Diffamierung von Organisationen wie Pro Asyl ist nicht nur eine Verhöhnung der Brutalität, denen Geflüchtete ausgesetzt sind, sondern es ist auch eine Verhöhnung des deutschen Rechtssystems, das Sie am liebsten gleich mit abschaffen würden. Stattdessen sind Geflüchtete längst Teil dieses Landes und haben ihren Platz in dieser Gesellschaft. Jetzt kommt es darauf an, das auch zügig und entschlossen umzusetzen. Mit einem Chancenaufenthaltsrecht, dass Menschen die Möglichkeit gibt, in diesem Land zu bleiben, anstatt sie vom Ausbildungsplatz in den Flieger zu bringen. Aber es braucht auch verlässliche Wege, wie Menschen auf der Flucht bei uns Sicherheit finden können. Vor allem aus Afghanistan, wo Zehntausende Menschen zurückgelassen worden sind. Ein Land, in das es keine Abschiebung hätte geben dürfen. Das ist das historische Versagen. Und es muss uns eine Lehre sein, dass die Forderung nach Abschiebung in Chaos, Leid und ja, auch in Tod enden kann. Wir beweisen doch gerade, wie mit Geflüchteten aus der Ukraine umgegangen werden kann, wie das Ankommen gelingen kann, wie wir eine schnelle Integration schaffen, wie groß das Verständnis und die Solidarität ist. Es ist unser Anspruch, geflüchteten Menschen eine Teilhabe in dieser Gesellschaft zu geben, einen Platz im Arbeitsleben, Selbstbestimmung und vor allem eine Perspektive. Denn diese Gesellschaft ist längst bereit, sicherer Hafen zu sein und vor allem es auch zu bleiben. Kollege Parker, ein gutes Beispiel für die Einsicht, dass wir hier keine Mindestredezeit haben, sondern eine maximale Redezeit. Auch so geht es. Das Wort hat der Abgeordnete Matthias Helfferich. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Man muss nicht in die Großstädte dieser Republik schauen, um zu erfahren, wie fatal Ihre Migrationspolitik ist. Es genügt bereits ein Blick in das beschauliche Hennef am Rhein. Hier vergewaltigte 2019 der abgelehnte syrische Asylbewerber Mohammed B. die deutsche Mutter zweier Kinder auf einem Rewe-Parkplatz. Die Kinder von Opfer und Täter besuchten denselben Kindergarten, die Familien wohnten sogar nebeneinander. Über Jahre musste das Vergewaltigungsopfer Mohammed B.s Erniedrigungen ertragen. Schließlich wurde der fremde Sextäter zunächst weder inhaftiert noch abgeschoben. Ebenfalls in Hennef schändete der abgelehnte Nordafrikaner Binyan T. im Mai 2017 eine Jugendliche unter einer Autobahnbrücke. Nachdem das Opfer nach vollendetem oralen Missbrauch auf der Flucht stolperte, vergewaltigte sie der völlig enthemmte Afrikaner dann noch vaginal. Der Siegauen-Vergewaltiger, ein 31-jähriger abgelehnter Ghanaer, bedrohte im selben Jahr ein junges Pärchen mit einer Säge und zwang die junge Frau zum Sex.
Besondere Lust verschaffte es dem Triebtäter offenkundig, dass der Freund der Frau dem Vergewaltigungsakt hilflos beiwohnen musste. Doch was tat die Stadt Hennef? Sie erklärte nicht den Illegalen den Kampf, sondern sie erklärte sich in einem ethnomasochistisch morbiden Akt zum sicheren Hafen für noch mehr Fremde, darunter natürlich auch noch mehr fremde Täter. In Deutschland halten sich über 800.000 abgelehnte Asylbewerber auf, unter ihnen auch Gewalttäter, Vergewaltiger und auch Kinderschänder. Ich lege Ihnen jetzt mal eine einfache Rechnung vor. Ein Abschiebeflugzeug kostet rund 300.000 Euro. Damit können um die 50 Fremde außer Landes geschafft werden. Nehme man nun die 675 Millionen Euro aus Ihrem Haushaltsplan, die für Integrationsprogramme vorgesehen sind, so könnte man über 2.000 Flugzeuge mit über 100.000 Kriminellen, Illegalen und abgelehnten Asylbewerbern ausstatten. Das wäre nicht nur haushalterisch eine sinnvolle Investition. Beenden Sie diese Ersetzungsmigration, schützen Sie das Asylrecht für wirklich Verfolgte und dienen Sie endlich Ihrem Volk. Vielen Dank. Es steht jedem Redner frei, natürlich zu überlegen, wie er sein Anliegen hier rüberbringt. Gleichzeitig bitte ich aber auch zu bedenken, wenn Sie Beispiele, die Sie hier zur Bebilderung Ihrer Rede vortragen wollen, auswählen, auch, dass es auch eine Würde von Opfern von Straftaten gibt. Das war die erste Anmerkung. Eine zweite Anmerkung. Es steht nach wie vor jedem Redner, jedem Kollegen, jeder Kollegin frei, auf seinem Platz, ihrem Platz zu sitzen, während der Reden anderer Abgeordneter in Taschen zu kramen, sich mit Zwischenrufen, mit anderen verbalen und nonverbalen Meinungsäußerungen entsprechend zu melden bzw. zu versuchen, ins Protokoll oder wohin auch immer zu gelangen, was die Aufmerksamkeit betrifft. Und ich habe am Beginn dieser Debatte, bevor ich sie eröffnet habe, beispielsweise dafür gesorgt, dass auch der erste Redner der antragstellenden Fraktion die notwendige Aufmerksamkeit bekommt. Das werde ich auch für jeden Abgeordneten und jede Abgeordnete tun. Ich bitte aber gleichzeitig zu beachten, dass auch demonstratives sich wegdrehen von dieser Debatte und vom Plenum natürlich eine nonverbale Ausdrucksform ist, die einer entsprechenden Bewertung auch durch die Zuschauenden, Zuhörenden unterliegt. Insofern mein Appell und das ans gesamte Haus, dass wir uns parlamentarische Ausdrucks- und Umgangsformen befleißigen. So, damit habe ich jetzt die Veranstaltung leider verlängert, aber um hier entsprechend einen Fortgang zu ermöglichen, war das aus meiner Sicht notwendig. Und nun hat aber die Kollegin Dr. Ann Weruschka Jurisch für die FDP-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine geschätzten Damen und Herren, ich zitiere: Wut, ich habe wirklich Wut gespürt und auch Trauer. Diese Menschen, die Arbeit haben, hier Fuß gefasst haben und uns nicht zur Last fallen, die wieder wegschicken, unmöglich. Arbeitgeber brauchen doch ganz dringend solche Leute. Das sind Zitate aus meiner Heimatstadt Konstanz, als Ende 2019 ein junger Mann aus Nigeria in seine Heimat abgeschoben wurde. Er war bestens integriert und ein geschätzter Mitarbeiter bei einem Konstanzer Gastronomen. Es gab Demonstrationen in Konstanz gegen die Abschiebung, einen offenen Brief der Gemeinderatsfraktion an Bundeskanzlerin Merkel, eine Petition. Alles ohne Erfolg. Es war am Ende eine Abschiebung, die uns als Gesellschaft nur geschadet und nichts genützt hat. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht verschweigen, dass es natürlich auch Fälle gibt, nicht glückender Integration von geflüchteten Menschen, wie wir sie ebenfalls in meinem Wahlkreis vor kurzem in nicht akzeptabler Form erlebt haben. Hier muss mit allen Mitteln des Rechtsstaats konsequent reagiert werden.
Aber kommen wir zum Anfang zurück. Es ist höchste Zeit, dass wir das uns hinterlassene Stückwerk von Frau Merkels Flüchtlings- und Einwanderungspolitik zu einem sinnhaften Ganzen bringen. Es ist höchste Zeit, dass wir die Migrationspolitik vom Kopf auf die Füße stellen. Das beginnt damit, dass wir mit offenen Augen sehen, wer und was wir in Deutschland sind. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Noch hadern wir mit dieser Erkenntnis. Noch hadern wir mit dieser Erkenntnis und gestalten viel zu wenig. Genauso übrigens, wie wir bis vor kurzem kollektiv uns der Erkenntnis verweigert haben, dass wir eine sicherheitspolitische Verantwortung in Europa haben. Machen wir die Augen auf für diese Realität. Deutschland ist ein Einwanderungsland, und das ist gut so. Unsere migrantischen Mitbürgerinnen und Mitbürger leisten einen wichtigen und großen Beitrag an die Stabilität und Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Lassen Sie uns das ambitioniert, strategisch und zukunftsorientiert gestalten. Erstens. Räumen wir bei den Altfällen in der Duldung auf und schaffen wir für gut integrierte, straffreie Migranten Rechtssicherheit im Sinne eines Chancenaufenthalts. Ich möchte hier ausdrücklich betonen, dass es sich um die Regelung von Altfällen handelt, also für Menschen, die schon bei uns sind, um auch diese gern bedienten Narrative von Pull-Effekten hier mal gleich einen Riegel vorzuschieben. Zweitens. Einer Stärkung der legalen Migration, vor allem auch der Migration in den Arbeitsmarkt, muss natürlich eine konsequente Reduktion illegaler Migration gegenüberstehen. Wir benötigen schnellere Entscheidungen in Asylprozessen sowie eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung. Dies geht Hand in Hand mit dem Abschluss von mehr Rückführungsabkommen, um das Ausreisen von Straftätern und Gefährdern auch umsetzen zu können. Der dazu nötige Sonderbevollmächtigte muss deswegen zügig ernannt werden. Drittens. Und am wichtigsten aus meiner Sicht, angesichts der demografischen Lage und 400.000 fehlenden Arbeitskräften jährlich, öffnen wir unser Land für eine gezielte, bedarfsorientierte Arbeitskräftemigration. Wer Einwanderungsland sagt, sollte sich auch für Arbeitskräftemigration stark machen. Wir haben deshalb in unserem Koalitionsvertrag ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild zur Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt vereinbart. Auch auf europäischer Ebene gibt es dazu übrigens jetzt ganz konkrete Vorschläge seit ein paar Tagen. Die Erleichterung von Arbeitsmigration sollten wir jetzt gerade auch mit Blick auf die letztlich ja auch nur geduldeten Kriegsvertriebenen aus der Ukraine sehr, sehr zügig umsetzen. Wir alle sind gewählt worden, um die richtigen Entscheidungen für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu treffen. Dabei ist eine aktive und gestaltende Arbeitsmigrationspolitik und Asylpolitik ein zentraler Baustein. Lassen Sie uns das so schnell wie möglich umsetzen. Vielen herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Michael Breilmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Bei diesem Antrag und in dieser Debatte ist die Haltung der AfD ja noch mal deutlich geworden. Und sie hält im Grunde genommen sie enthält nur einen konkreten Kernpunkt. Und das ist die unbedingte Abschiebung um jeden Preis und nichts anderes. Und dass Sie in Ihrem Antrag das Funktionieren des Rechtsstaates versuchen zu betonen und gleichzeitig, ich konnte es gerade mit anhören bei Ihrem Zwischenruf, hier im Plenum den Verfassungsschutz so diskreditieren, wie Sie es getan haben, da kann ich nur sagen, das ist der Gipfel und das schlägt fast den Boden aus. Und es ist gut, Herr Baumann, dass Sie es jetzt noch mal wiederholt haben, dass Sie es jetzt noch mal betont haben. Gut, dass Sie es getan haben. Dieser Antrag gibt nichts Neues her, und er zeigt einmal mehr, um was es Ihnen geht, um die Spaltung unserer Gesellschaft und um nichts anderes. Sie haben gerade in unbedenklicher oder in unerschütterlicher Weise, und ich finde es furchtbar, hier Flüchtlinge, Flüchtlingsgruppen gegeneinander ausgespielt, in einer Zeit, wo es auf europäischem Gebiet Krieg gibt, wo wir wirklich, weil es mich wirklich erzürnt, in der jetzigen Lage so Flüchtlingsgruppen gegeneinander auszuspielen. Und für uns als CDU/CSU ist und bleibt das Grundrecht auf Asyl ein sehr, sehr hohes Gut, und es gehört zu unserem Verständnis von Humanität. Alle Asylsuchenden haben einen Anspruch auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Und
Die Steuerung und Begrenzung von Migration nach Deutschland muss in unserem Handeln ebenso zum Ausdruck kommen wie die Tatsache, ja, dass Menschen nach Abschluss ihres rechtsstaatlichen Verfahrens Deutschland verlassen müssen, wenn sie vollziehbar ausreisepflichtig sind. Und dafür sind zwei Dinge wichtig. Erstens, an Ausreisehindernissen zu arbeiten. Und zweitens, Aufenthaltserlaubnisse bei Geduldeten müssen an echte Integrationsvoraussetzungen geknüpft werden. Und ich bin auch Kommunalpolitiker und ich finde, das ist in der heutigen Debatte auch mal ganz wichtig zu sagen. Wir verstehen uns als Union in der Frage der Asylpolitik auch als Partner der Kommunen, als Partner der engagierten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und das gilt es doch auch im Moment deutlich zu machen. Es gilt, die Kommunen und Kreise in Zukunft weiter zu ent- und nicht zu belasten. Und ich finde, da sollten wir in der Debatte heute, ist vorhin auch schon getan worden, heute auch einmal noch mal dazu nutzen, gerade in der jetzigen Situation, den vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Landrätinnen und Landräten, aber auch den ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu danken, die seit vielen Jahren, aber auch in der jetzigen Situation, Enormes im Bereich der Asyl- und Flüchtlingspolitik leisten. Das kann man nicht hoch genug. Die Länderinnenminister haben sich anlässlich ihrer jüngsten Sitzung im März in Brüssel für eine verbesserte Rückführungspolitik auf Unionsebene ausgesprochen. Gut so, sage ich. Zudem pochen sie auf gemeinsame Anstrengungen bei der Rückführung von Personen, unter anderem aus dem islamistischen Spektrum und Straftätern, die eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen. Dem kann ich mich nur anschließen. Nur die konsequente Durchsetzung des Rechts sichert auch das Vertrauen in den Rechtsstaat, und zu einer glaubwürdigen und auch breit akzeptierten Migrationspolitik gehört es daher, dass einer Pflicht zur Ausreise auch eine tatsächliche Ausreise folgen muss. Dies gilt insbesondere auch für diejenigen, die die Rechts- und Gesellschaftsordnung in Deutschland missachten. Und wir haben was getan. Mit dem zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht haben wir in der Vergangenheit diese Politik in Regierungsverantwortung mit der Großen Koalition konsequent umgesetzt. Insgesamt, und das ist heute deutlich geworden bei Ihrem Verhalten, bei Ihren Reden, brauchen wir Ihren AfD-Antrag nicht. Und das wird auch so im Ausschuss dann beraten werden. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Hakan Demir für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, vielleicht drei Anmerkungen vorab. Vor Wochen habe ich einen Antrag gelesen, der hieß in etwa so: EU-Flüchtlingspolitik voranbringen, aber nicht auf Kosten Deutschlands. Ich muss sagen, dass ich erstmal nicht auseinanderhalten konnte, war es jetzt von der AfD oder einer anderen Partei. Und das hört sich für mich zumindest nicht nach Mitte an. Und das finde ich erstmal schade. Das vorab. Der zweite Punkt ist zu den Pull-Faktoren, die wir gerade gehört haben. Wir glauben doch wirklich nicht, dass die Menschen hier nach Deutschland kommen, weil wir die Sicherungssysteme so haben, wie wir haben. Sie kommen nach Deutschland, weil sie vor Krieg fliehen. Das haben sie aus der Ukraine so gemacht und das machen sie auch aus Syrien. Und ich sehe zwischen beiden Menschen keinen Unterschied. Ich sage es einfach nur mal. Genau. Dann der dritte Punkt, ganz kurz, weil der Bevollmächtigte oder die Bevollmächtigte für Migrationsabkommen ab und zu hier jetzt gefallen ist, was richtig ist. Aber diese Person soll nicht eine Rückführungsoffensive starten, sondern sie soll auch gucken, dass in den Ausgangsländern natürlich die Menschen auch wieder integriert werden können. Und sie soll natürlich auch gucken, Möglichkeiten zu schaffen, wie man auch legal hier nach Deutschland kommen kann. Stichwort Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Also wir verstehen das hier auch noch mal breiter. Es steht so im Koalitionsvertrag, aber wir können sonst noch mal mit Stefan Thomé noch mal sprechen. So, zumindest eine Fraktion tut so in ihrem Antrag, als ob geduldete Menschen überhaupt keine Rechte hätten. Nein, sie haben Rechte. Bei der Duldung handelt es sich um eine Aussetzung der Abschiebung und dafür gibt es gute Gründe. Einige haben wir gehört. Ich nenne noch mal drei. Die Sicherheitslage in dem Heimatland oder auch dem EU-Land, in das die Menschen zuerst eingereist sind, das ist prekär. Zweiter Punkt ist schwere Krankheit, sodass die Rückführung nicht möglich ist. Und der dritte Punkt ist einfach das, was wir auch jetzt
mit der Union auch eingeführt haben, was wir auch verbessern wollen, ist die Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung. Also die Menschen haben auch gute Gründe, hier zu bleiben, und das ist auch gut so. Wir halten daran fest, dass Menschen nicht in alle Länder abgeschoben werden, in denen für sie die Gefahr besteht, Opfer eines Krieges oder eines bewaffneten Konflikts zu werden. Wir werden Menschen nicht in Perspektivlosigkeit und Lebensgefahr abschieben. Und ich sage Ihnen auch, es gibt nicht nur humanitäre Gründe für meine Position. In meiner Fraktion im Innenausschuss bin ich auch für das Einwanderungsgesetz zuständig. Und wie wir alle wissen, die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit gehen allmählich in den Ruhestand. Bereits bis 2030 werden 3,9 Millionen Menschen fehlen. Bis 2060 sind es sogar über 10 Millionen Menschen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor diesem Hintergrund ist es mehr als sinnlos, Menschen zurückzuführen aus den Schulen, aus den Betrieben, Menschen, die hier angekommen sind, hier einen Mittelpunkt gefunden haben. Und das wollen wir einfach als SPD nicht mehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in meinem Wahlkreis in Neukölln hatten wir den einen Fall einer syrischen Familie. Sie war ursprünglich nach Rumänien geflohen, aufgrund des unzureichenden Asylsystems dort, aber weiter nach Deutschland eingereist. Nach mehrmaliger Duldung und einer insgesamt vierjährigen Wartezeit hier in Deutschland sollten sie wieder nach Rumänien zurückgeführt werden. Nach aktueller Rechtslage korrekt. Aber was ist in der Zwischenzeit passiert? Die Familie ist hier angekommen. Eine Tochter hat gerade ihre Gymnasialempfehlung bekommen. Ihr Bruder engagiert sich in einem Kunstförderprogramm, kümmert sich um die Finanzierung des Vereins, lernt jetzt, nachdem er fließend Deutsch spricht, auch noch Japanisch und steht kurz vor dem Abschluss der 10. Klasse. Als dem Vater mit der Duldung erstmals eine Arbeitserlaubnis ausgestellt wurde, fand er innerhalb eines Monats einen Job als Lagerarbeiter. Dank des ehrenamtlichen Einsatzes vieler Menschen in Neukölln, ich sage hier nochmal Danke dafür, und der Entscheidung der Härtefallkommission darf die Familie hier bleiben bei uns. Aber Härtefallkommissionen sind nicht die Lösung. Deshalb werden wir mindestens drei Dinge voranbringen. Wir werden Arbeitsverbote für geflüchtete Menschen abschaffen. Wir werden es fliehenden Menschen möglich machen, im Asylverfahren einen Aufenthaltstitel zu erhalten. Und wir werden Menschen eine Chance geben, hier zu bleiben mit dem Chancenaufenthaltsrecht. Oder anders ausgedrückt, wir wollen keine Abschiebung von Menschen aus ihrer Arbeit oder Ausbildung. Wir wollen keine Abschiebung von Schulkindern, die keine andere Sprache sprechen als Deutsch. Und wir wollen keine Abschiebung von Menschen, die ein Teil dieser Gesellschaft geworden sind. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 1508 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 25 sowie den Zusatz.